Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das hier wird so der Monatsrückblick für November und Dezember 2014. Ich habe ja bis auf den ersten Monat, glaube ich, in dem ich mit BookTube angefangen hatte, immer Monatsrückblicke gedreht. Und es war jetzt der erste Monat, in dem ich das mal nicht gemacht habe. Also ich hatte einfach so wenig gelesen, dass ich fand, das hat keinen Sinn gemacht. Und das einzige Buch, das ich so wirklich gelesen habe, dazu habe ich eine Rezi gedreht. Also wollte ich es lieber so machen, dass ich die Monatsrückblicke einfach zusammenlege und ich hatte auch nicht so viel Zeit zum Drehen, deswegen ja, kriegt ihr jetzt es zusammen. Es sind trotzdem fast weniger Bücher, als ich sonst immer gelesen habe, aber ich würde sagen, so insgesamt ergibt es schon einen ganzen Monatsrückblick. Und ja, ich fange einfach gleich an, weil es sonst bei mir trotzdem wieder ewig lang wird, auch wenn es nicht so viele Bücher sind. Als erstes im November habe ich gelesen India Plays von Samantha Young. Dazu habe ich auch eine Rezension gedreht, findet ihr auf meinem Kanal. Ja, das ist der, ich weiß gar nicht, wie vielte genau, vierte oder fünfte, glaube ich, Teil in der Edinburgh Love Stories Reihe. Ich habe ja zu den anderen auch schon irgendwas gesagt, wenn ihr die jeweiligen Monatsrückblicke oder Rezensionen gesehen habt. Diesmal geht es um Hannah, falls ihr das kennt, also dann wisst ihr ungefähr, es geht sehr so eine Love Story Sache. Ich will jetzt nicht so viel zum Inhalt sagen, und überhaupt, weil ich halt schon die Rezi dazu gemacht habe. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das eben nochmal anschauen. Ich kann insgesamt sagen, ich fand das Buch ziemlich gut. Also ich finde, wenn man die Reihe so mag, dann findet man das wahrscheinlich auch gut. Außer es ist irgendwas Bestimmtes drin, das einen stört. Kann ja immer mal sein. Aber an sich ist es weiterhin so in der Reihe treu, sage ich jetzt mal. Und ja, man würde ja wahrscheinlich eh mit dem ersten anfangen, wenn man es lesen will. Auch wenn man hier mit irgendeinem anfangen könnte, aber wenn es einem dann gefällt, dann ist man halt für die restlichen schon gespoilert. Deswegen macht es ein bisschen weniger Sinn. Genau, und ich habe dem Ganzen dann 4 von 5 gegeben, beziehungsweise im Genre 4,5 von 5, wobei das ein bisschen falsch ist, weil es eigentlich ja eher ein Erotikroman sein soll, soweit ich weiß. Und so viel Erotik kommt da jetzt nicht drin vor. Ich finde das halt gut, weil ich zu viel Erotik irgendwie nicht gerne lese. Und deswegen ist es dann für mich schon wieder besser, aber es ist eigentlich nicht wirklich genregetreu so sehr. Deswegen, ja, da schummel ich etwas. Dann habe ich weiterhin gelesen eine Novella, auch aus dieser Reihe, und zwar Fountain Bridge. Da geht es um Ellie und Adam, falls ihr die Reihe kennt, weil sonst sagen euch die Namen wieder nichts. Und also ich habe die am Handy gelesen, so zwischendurch als E-Book. Ich habe da noch eine weitere, aber mit der bin ich noch nicht fertig. Und dem Ganzen würde ich so 3,5 geben, aber ich sag mal, ich habe auch nicht so viele Novellas gelesen und ich am Handy und sowas. Ich glaube, das ist einfach auch nicht so meins. Ich fand das Ganze schon interessant. Ich meine, da ist halt einfach keine ganze riesen Story aufgebaut, deswegen kriegt es nicht so viel mehr bei mir, aber ich glaube, das würde nicht so unbedingt bekommen. Und ich finde es auch schwierig zu vergleichen, weil natürlich ist so eine, die vielleicht 100 Seiten hätte, so eine Novella, was ganz anderes als so ein 400-Seiten-Buch, in dem man einfach viel mehr Möglichkeit hat, was aufzubauen. Vielleicht würde ich dem als Novella sonst schon so 4 oder sowas geben, weil da ja doch einige, also irgendwie, es ist nicht schlecht oder sowas und es kommen noch neue Sachen dazu und ich fand es eigentlich schön zu lesen. Genau. Und dann habe ich weitergemacht, auch noch im November. Allerdings waren das halt, sind es keine so richtigen Bücher. Deswegen dachte ich mir, das ist jetzt nicht der einzige Grund, um einen Monatsrückblick zu drehen. Weird Things Customers Say in Bookshops und danach noch More Weird Things Customers Say in Bookshops. Ich habe diese Bücher bei Little Book Owl entdeckt. Das ist eine englischsprachige Booktuberin. Ich glaube, aus Australien ist sie, soweit ich weiß. Und die hat diese Bücher vorgestellt und ich fand die irgendwie ganz interessant. Ich stehe eigentlich nicht darauf, auf so lustige Bücher, also beziehungsweise ich finde die schon ganz witzig, aber ich würde dafür kein Geld ausgeben und ich schaue mir solche Sachen dann im Internet an. Aber solche Sachen, die gibt es halt nicht extra gesondert im Internet, soweit ich weiß. Obwohl ich glaube sogar, dass das von irgendeinem Blog oder sowas ursprünglich gestanden ist. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fand ich das eine ganz witzige Idee und dachte mir so, ja okay, mit Büchern und sowas. Ich kann euch mal vorlesen, welche Sachen hier vorne jeweils draufstehen, also könnt ihr hier mal sehen, das sind so Illustrationen drauf und man kann schon jeweils lesen. Ich muss allerdings sagen, die sind in Englisch. Ich glaube, die sind auch in Deutsch nicht erhältlich bisher, soweit ich weiß. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr das anders wisst. Auf jeden Fall hier vorne, Do You Have Any Books by Jane Eyre? Oder hier bei dem anderen, Do You Have The Girl with the Dragon and the Baboon? Genau. Das sind nicht die witzigsten, bei weitem nicht, finde ich. Also ich finde die jetzt so, naja, witzig.
Aber es gibt drin wirklich lustige, finde ich. Oder sehr seltsame, wo man sich auch denkt, oder wo jemand zum Beispiel reinkommt und sagt, ja, haben Sie dieses eine Buch, das ich vor 10 Jahren gelesen habe und so, wenn Sie nachfragen, so, ja, das ist gelb. Das ist dann so die einzige Information dazu und die erwarten dann, dass das Buch gefunden wird. Ja. Manche davon sind echt schon seltsam. Also manchmal kann man sich auch denken, die wurden vielleicht, da wollten Leute die halt absichtlich ärgern, aber manchmal merkt man halt auch echt, dass jemand was wahrscheinlich ernst gemeint hat oder nur sehr gut schauspielen konnte. Auf jeden Fall, ja, doch, man kann schon ziemlich viel lachen. Und ich sag jetzt mal, die sind jetzt nicht so dick, ein bisschen mehr als 100 Seiten jeweils. Und ja, die sind so beschrieben. Also es sind nicht immer so ein Riesenbild noch dabei und so viel Platz dazwischen. Aber es ist halt schon so, dass man da ziemlich schnell durchkommt. Und wenn man ein bisschen Englisch kann, dann ja, ist es auch ganz schnell zu lesen. Ich sag jetzt mal so, das eigentlich ist es sowas ja leichter, wenn man nicht so gut Englisch kann, weil das ja doch sehr schnell zum Lesen ist, aber dann gleichzeitig wieder versteht man vielleicht auch manchen Spaß nicht. Also wenn man natürlich jetzt erstmal ein Wort nachschauen muss, wenn man es nicht kennt, dann ist meistens schon so ein bisschen der Witz aus der ganzen Sache draußen, finde ich jedenfalls. Also das ist nicht, dass er gar nicht mehr da ist, aber ich finde, wenn man direkt was sieht und in dem Moment lachen muss, das ist viel entscheidender, als wenn man erstmal nachschauen muss und dann 5 Minuten braucht und dann ist man schon so drinnen in der Sache, dass man irgendwie das nicht mehr so überraschend lachen kann. Deswegen ist es wahrscheinlich eher was, wenn man noch ein bisschen Englisch spricht. Genau, aber ich würde den Sachen so wahrscheinlich 4,5 von 5 oder 5 geben von ihrem eigenen Genre. Aber die sind ja, also ich meine, das ist von diesen lustigen Büchern jetzt, weil ich meine, anders kann man die ja nicht vergleichen. Ich meine, ich kann ja sowas jetzt nicht zu Harry Potter vergleichen, weil das ja was ganz anderes ist. Das ist ja keine Fiction. Genau. Fällt mir eigentlich, ich habe letztens bei einem Tag, den ich noch nicht hochgeladen habe, aber den ich noch hochladen werde, habe ich gesagt, dass ich nur ein Non-Fiction gelesen habe und ich habe die voll vergessen. Das hätte ich mal besser nicht getan. Die wären viel besser dafür gewesen noch. Aber egal. Machen wir weiter. Ich habe nämlich noch 2 weitere Bücher. Einmal habe ich gelesen, diesen Monat dann, The Diviners Nummer 1, aller Anfang ist böse. Wir ignorieren den Zusatztitel mal wieder, weil ich sonst eine Viertelstunde darüber reden könnte, wie schwachsinnig der ist. Von Libba Bray aus dem DTV-Verlag mit 699 Seiten. Dieses Buch hat mich doch einige Zeit gekostet, vor allem weil ich mehrere gleichzeitig dann so ein bisschen gelesen habe. Aber ja, ich sag erstmal, worum es geht, würde ich sagen. Also es spielt in New York, da steht hinten drauf, also als Jahreszahl 1926. Also das ist auch ungefähr zu der Zeit von The Great Gatsby und sowas und es wurde auch damit so ein bisschen verglichen, nur im Sinne von, es spielt in derselben Zeit und es geht so ein bisschen in die Richtung, aber dann wieder gar nicht, weil es hier nicht um irgendwelche Partys nur geht, sondern im Endeffekt dann auch um Mordfälle. Und zwar geht es in erster Linie um die 17-Jährige, glaube ich, auf jeden Fall junge Evie O'Neill, die aus Ohio, aus einer Kleinstadt Ohios, nach New York geschickt wird, weil ein kleiner Partytrick von ihr etwas schiefgegangen ist. Und zwar hat Evie die Gabe, dass sie, wenn sie Gegenstände berührt, Leuten etwas über ihre tiefsten Geheimnisse oder ihre Vergangenheit sagen kann. Das heißt, würde sie zum Beispiel einen Ohrring von jemandem berühren, könnte sie sagen, dass derjenige da und da verlassen wurde oder sowas. Genau. Und sie deckt da eben eine Affäre auf, die besser nicht hätte aufgedeckt werden sollen. Und ja, das kommt nicht so gut an, deswegen wird sie da weggeschickt zu ihrem Onkel. Und ja, zunächst mal geht es so ein bisschen darum, also sie ist eher so, sagen wir mal, jemand sehr Partyfreudiges und sowas. Aber dann geschieht eben ein Mord dort und Gott, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht viel mehr verraten, was dann so passiert. Ich meine, in 700 Seiten passiert doch einiges. Aber ja, den Rest müsst ihr selber lesen. Ich muss sagen, ich finde vor allem das Cover ziemlich cool und es hat mich auch direkt angesprochen im Laden. Ich habe es mir dann doch nicht direkt gekauft, sondern erst noch, als ich dann gehört habe, dass es so gut sein soll. Was ich sagen muss, ist, dass es dass dafür, dass 700 Seiten sind, doch nicht so viel passiert, beziehungsweise im Endeffekt dann schon, aber es war dann sehr schnell irgendwie. Später und am Anfang braucht es sehr lange, bis mal irgendwas passiert. Es ist ein bisschen in einem Punkt wie Timeless, dass New Yorks in der alten Zeit sehr, sehr beschrieben wird. Allerdings, ja, es ist sonst alles andere als Timeless. Also wenn ihr dazu gehört habt, was ich damals über Timeless gesagt habe, also das war ja total, einfach alles total schnell und fand ich sehr, sehr unbeholfen hingeklatscht teilweise.
Und hier ist alles sehr ausführlich und sehr genau. Dadurch kann man, finde ich, auch immer sehr gut mitfühlen, hat diese Bilder vor Augen so richtig, das wird sehr schön ausgedrückt. Gleichzeitig muss man da eben drauf stehen. Ich meine, wenn man eine schnelle Geschichte will und viel Spannung und nicht ewigst lange etwas über die Charaktere erfahren will, dann wird ein Buch wahrscheinlich langweilen. Nicht zwingend, es passieren schon einige Sachen, aber es könnte gut sein, so als Warnung. Ich fand auch ein bisschen leider, dass ein bisschen Spannung gefehlt hat. Also nicht, dass grundsätzlich keine Spannung da war, aber so dieses Raten hat mir gefehlt, weil sehr, sehr früh am Anfang, eigentlich ziemlich direkt am Anfang, schon ein Teil aufgedeckt wird. Und das wird euch, das spoilert euch jetzt nichts. Also jedenfalls, ich habe direkt beim Lesen gemerkt oder mir gedacht so, oh, das heißt, jetzt wird schon aufgedeckt, was dann später eigentlich mitunter verantwortlich für gewisse Dinge ist. Und das stimmt auch so. Also ich meine, das ist irgendwie nichts, was man nicht direkt checkt, finde ich, wenn man das jetzt liest. Es sind schon noch Sachen da, die einen überraschen und Dinge, die man sich fragen kann und spannende Stellen, aber das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte das anders gemacht, ich hätte das viel später erst aufgedeckt und eventuell auch so noch irgendwas anders gemacht später, aber das, ja, das könnte ich jetzt euch leider nicht erklären, ohne dass ich total spoilern würde und das will ich natürlich nicht machen. Was ich irgendwie ganz witzig fand, wo ich euch warnen muss, wenn ihr sehr schnell also Angst habt oder ja, wenn ihr also creepy Sachen nicht so mögt. Ihr kennt vielleicht Ding, also Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street, genau. Und da gibt es ja diesen Song, 1, 2, Freddy kommt vorbei oder sowas und dann geht's so weiter. Und die sind solche creepy Songs bei irgendwelchen Mördern. Und in dem Fall gibt es sowas auch. Ich werde euch den Song jetzt nicht vorsingen. Erstens kann ich nicht singen und zweitens, wenn ich das machen würde, würde ich quasi schon was verraten davon. Also, ja, ich würde euch halt, der kommt mit unter der Name des Mörders vor, deswegen wäre das ein bisschen doof. Aber ja, ich habe so ein, zwei Abende gehabt, wo ich dann nach dem Lesen so im Bett lag und alles dunkel und allein in der Wohnung und dann hat so dieser Song so in so noch extra schönem Kindstimme in meinem Kopf so ganz fröhlich, ja, ist der ertönt. Sowas macht mein Gehirn mit mir, aber naja. Das war dann trotzdem ganz gut und ich hatte am Anfang irgendwie auch so ein paar Lieder gerade zufällig gehört, so in meiner Playlist aus so Serien, die halt echt gut dazu gepasst haben, deswegen konnte ich da nochmal so gut reinkommen. Ich mochte die Charaktere, ich fand, die waren ziemlich gut ausgearbeitet, ich mochte manche mehr, manche weniger. Es hatten alle so ihre Macken ein bisschen, aber ich mochte sie trotzdem ganz gerne. Ja, ich mag vor allem Sam und Evie. Muss ich sagen, also falls ihr es lest, dann wisst ihr, wen ich meine. Ich will jetzt nicht so viel über die verraten, weil überhaupt nicht finde, weil ich so viel über die Charaktere erklärt, wenn man schon was über die verrät, verrät man irgendwie schon so viel aus der Geschichte. Ja, ich bin teilweise nicht ganz so zufrieden, wie sich gewisse Pärchen Sachen entwickeln, beziehungsweise ich muss sagen, ich finde manche Sachen noch nicht ganz so glaubwürdig, wie sie entstanden sind. Dann, das wirkt halt so ein bisschen dann konstruiert. Aber ich weiß ja noch nicht, was da noch kommt, weil es eine Reihe werden soll. Das heißt, da kann noch alles Mögliche passieren. Alles in allem fand ich das eigentlich ziemlich gut, was ich auch noch gut fand und gleichzeitig schlecht, aber halt gut gemacht, dass man mitfühlen kann. Schlecht, weil das grausam ist. Es wird ja immer so bei George R. R. Martin, also Game of Thrones, dem Autor, gesagt, dass der so immer so die Charaktere so krass aufbaut und dass man die so kennenlernt und lieben lernt und dann sterben sie. Was ich jetzt hier auch finde, also es ist nicht so lange oder so, aber es gibt, man erfährt doch immer was über die Opfer und dann noch schön, ja und das und die wollen das und das erreichen, jetzt wollen sie endlich ihr Leben in die Hand nehmen und dann. Und es ist schon so ein bisschen grausam. Irgendwie. Dadurch ist man natürlich dementsprechend wütend, wenn jemand dann drauf geht. Also, schlecht gemacht ist auch nicht unbedingt. Also, wie gesagt, also von der Machart her ist es ziemlich gut. Es gibt so ein paar Macken einfach. Genau, manchmal denkt man sich halt natürlich auch so, oh Gott, sei doch nicht so furchtbar naiv, aber ich muss sagen, teilweise hängt das wahrscheinlich auch mit der Zeit zusammen. Oder auch wenn ich mir so denke, so, das, was so krass sein soll, ist halt normal für uns, aber das ist halt die Zeit so, sag ich mal, weil das halt alles noch krasser ist und so weiter und dann, ja, genau. Also ich würde es schon weiterempfehlen, nur wie gesagt mit der Einschränkung, wenn ihr so dicke Wälzer hast und so sagt, so ja nee, das soll auf jeden Fall alles schnell gehen, dann ist das Buch wahrscheinlich nichts für euch.
Und ich habe dem letztendlich 4 von 5, beziehungsweise in seinem Genre 4,5 von 5 gegeben. Ich würde das Genre jetzt wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, das ist so viel durcheinander. So ein bisschen was, ich schau mal, ob es hier irgendwo eingeordnet wird, aber ich glaube auch nicht unbedingt. Ja, es ist so ein bisschen Mystery, ist es. Thriller würde ich jetzt nicht direkt sagen, so ein bisschen. Vielleicht, ich finde, es hat so Elemente aus allen möglichen Genres. Aber ja, ordnen wir es mal da irgendwo ein. Genau, und dann das letzte Buch, das ich diesen Monat gelesen habe, ist Fangirl von Rainbow Rowell. Ich habe ja von Rainbow Rowell noch nichts gelesen gehabt und ich hatte eigentlich auch nicht unbedingt vor, was von ihr zu lesen, vor allem, weil viele Geschichten ja doch ein paar Jahre zurückspielen und ich mag entweder, wenn schon, Geschichten, die wirklich deutlich zu irgendwann in der Vergangenheit spielen und dann meistens mit Fantasy oder wirklich ganz aktuell, weil ich mir oft bei solchen, sonst bei Szenen auch denke und so weiter, wieso benutzen die jetzt nicht ihr Handy oder sonst irgendwas, wenn sich jemand nicht erreichen kann, und es ging dann teilweise natürlich noch nicht, aber das finde ich, ist dann irgendwie, da fehlt dann wieder der Moment, wo man sich richtig reinfühlen kann. Auf jeden Fall wollte ich dann aber Fangirl doch mal probieren, hab's irgendwann, also ich habe es dann im Laden gesehen und mir gedacht, okay, ich kauf's. Ich habe hier die türkise Version, die ich wesentlich schöner finde als die rote mit der türkisen Schrift. Die hier war total versteckt hinter den anderen. Ich habe sie zum Glück noch gefunden, weil ich die Verkäuferin gefragt hatte, ob es eine andere Größe gibt. Gab es nicht wirklich. Also ich habe jetzt die englische Version. Ich habe halt sehr viele Bücher in der höheren Version und englische Taschenbücher. Für die von euch, die Englisch lesen, also ihr wisst es wahrscheinlich, also die sind in verschiedensten Größen, nicht nur 2 oder sowas bestimmten, sondern es sind dann immer noch so ein paar Millimeter Unterschied und das ist einfach furchtbar frustrierend. Klar, es ist im Deutschen auch so ein bisschen so, aber es kommen auch alle einzelnen Bücher immer in 1000 Versionen raus. Man muss immer so aufpassen, gerade bei Amazon, wenn man was bestellt, dass man die richtige Version erwischt, dass die halt zu den anderen passt. Auf jeden Fall soll ich was zum Inhalt sagen. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr schon von Fangirl gehört, aber ich kann es nochmal kurz machen, weil es doch über Leute gibt, die dann Bücher doch nicht mitbekommen haben. Also es geht hier um die Zwillinge Cass und Ren, in erster Linie um Cass. Also die beiden gehen endlich aufs College und Ren möchte aber jetzt nicht mehr so viel mit ihrer Zwillingsschwester zu tun haben, sondern lieber feiern gehen und neue Leute kennenlernen, will deswegen auch in einen anderen Raum, also nicht mit ihr Roommate sein und sowas. Und Cass ist dann mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und ja, da wird so beschrieben, ob sie jetzt dann mal, weil sie eigentlich jemand ist, der wirklich nur im Zimmer ist, mehr oder weniger, und schreibt, und da wird halt mal so, ja, da wird man wohl herausfinden, ob sie dann mal ihr Zimmer verlässt und so weiter, hint, hint. Ja, und sie schreibt halt Fanfiction. Diese Grundfanfiction, wird gesagt, ist so ein bisschen an Harry Potter angelehnt. Ich finde aber, es ist in Ordnung, dass genug geändert wurde, um es so zu verwenden. Also es sind auch andere Elemente aus anderen Büchern und auch eigene Sachen und so weiter drin. Es sind schon Parallelen zu Harry Potter. Also man könnte jetzt schon Harry Potter so ein bisschen zwischen den Zeilen sehen. Es soll auch, glaube ich, die Fanfic, also dass das da drin wirklich rauskommt jetzt demnächst, das Buch, inwiefern, ob das, was sie als Fanfiction schreibt, das, was dort drinnen quasi kennen, also das, was wirklich geschrieben wurde, ist, weiß ich nicht genau. Das wird sich dann noch zeigen. Ja, so viel zum Inhalt eigentlich. Was ich richtig gut fand schon mal, war der Schreibstil. Also normalerweise mag ich Englisch ja eh schon lieber, aber ich sag mal so, wenn mir der Schreibstil nicht negativ auffällt, ist es gut. Und also sonst ist es eher so, dass zum Beispiel John Green, da fällt mir auf, dass ich den Schreibstil wirklich mag. Aber hier fand ich auch schon, dass der schon ziemlich gut war. Sofern ich das als Nicht-Muttersprachlerin beurteilen kann, natürlich. Ich fand die Geschichte grundsätzlich gut. Ich hatte das so, ich mochte den Anfang, das erste Drittel sehr gerne, ich mochte das letzte Drittel sehr gerne. Ich hatte im mittleren Drittel das Problem, dass ich mich unglaublich aufgeregt habe, weil ungefähr jeder Charakter dann mindestens eine Schwäche hatte, die ich fast nicht verzeihen kann. Weil ich habe so meine absoluten No-Gos und wenn ich die einmal bei einem Charakter erwische, dann ist es für mich unglaublich schwer, die Person wieder so richtig zu mögen. Und ich hatte das bei fast allen, aber die waren halt einfach von Haus aus nicht so meins. Aber dann wurden manche wieder besser und dann war ich wieder zufriedener. Ich fand die Charaktere an sich alle ziemlich gut gemacht und alles und so weiter und schon glaubwürdig. Im Endeffekt muss ich sagen, ich fand das alles, also gerade auch die Fanfiction und so weiter, aber auch dieses Grundlegende alles ziemlich gut und ich fand es eine super gute Geschichte. Was mein Ding ist halt, ist, dass ich glaube, es nicht unbedingt hundertprozentig meine Geschichte ist, auch wenn das trotzdem heißen kann, dass es dir wahrscheinlich fast jedem anderen gefällt. Ich habe ja schon von so vielen gehört, dass es super ist. Nur ich bin ja jemand, ich stehe auf diese nicht kitschigen Liebesgeschichten, sondern auf diese irgendwie so besonderen. Das heißt, die müssen nicht unbedingt, wir lieben uns auf ewig, weil wir von Haus aus so perfekt füreinander waren, sondern ich will schon immer merken, dass die auch wirklich zueinander passen. Aber
ja, mir geht es halt trotzdem darum, dass ich dieses nicht hundertprozentig langweilig realistische will, sondern schon ein bisschen was Besonderes, was eben nicht echtes Leben ist, weswegen ich dann halt auch lese. Und hier ist es halt doch realistischer. Also mir hat das schon eine Freundin gesagt, die glaubt, dass es nicht unbedingt, oder sie war sich nicht so sicher, ob das meins wäre, und stimmt schon so, weil mir einfach manchmal ein bisschen grundsätzlich dann bei solchen realistischeren Büchern so dieses Feuer fehlt. Das ist, glaube ich, das Wort, das es dann ganz gut beschreibt. Also das ist, ja, dass dann noch ein bisschen mehr mal sein könnte. Wobei ich sagen muss, insgesamt ist das Buch ziemlich gut. Ist halt, das ist so eine Einschränkung einfach von mir. Und ich würde dem Buch 4,5 von 5 im Genre und im Gesamten geben. Das heißt, es war schon ziemlich gut insgesamt. Also für die meisten, also kann ich es eigentlich weiterempfehlen. Ich glaube, da bin ich echt so eine der wenigen, die da so sind. Aber wenn ihr zu realistisch ist, oder zu realistisch ist es noch nicht mal, sondern wenn ihr so ziemlich realistisches nicht so mögt, dann ist es vielleicht nicht unbedingt was für euch. Genau. Dann habe ich insgesamt diesen Monat 6 Bücher gelesen, 1878 Seiten, war also wirklich schon mal mehr. Was 31,3 Seiten am Tag wären, wenn ich jetzt mit den beiden Monaten rechne. Also echt nicht viel. Mein Topbuch, ich weiß nicht, entweder The Diviners oder Fangirl. Fangirl habe ich insgesamt ein bisschen besser bewertet, aber The Diviners war halt auch nochmal ziemlich gut irgendwie. Also ich mochte zumindest einen Teil davon sehr gern lesen. Ich weiß nicht, also beide so ein bisschen. Und Flop hatte ich eigentlich keinen. Also ich mochte alle Bücher und ich muss dann auch nicht unbedingt eins als schlecht.